Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus, mittlerweile im 7. Teil. Heute ja mit einem besonderen Thema. Wir wollen über das Erdalter sprechen und über die kosmische Woche. Was hat es damit auf sich? Nun, da sind schon einige Videos zu rausgekommen und viele Anschreiben haben uns bereits erreicht, ob wir nicht Videos veröffentlichen können. Da wurden Videos diskutiert von Walter Veit, der übrigens heute bei uns im Studio ist, denn wir haben heute zwei Gäste, nämlich einmal Olaf Schröer, der wieder bei mir ist. Ja. Danke, dass du gekommen bist. Gerne. Und natürlich auch einen herzlichen Dank nach Südafrika. Walter, danke, dass du dich wieder dazugeschaltet hast und dass du mit uns sprechen wirst. Gern geschehen. Nun, es war ja so, dass in den letzten, oder die letzte Woche vielleicht, gingen ja Videos von dir rum, die wurden ja so viel geklickt im Internet. Dort ging es um das Video What's Up Prof Nummer 8, Is This The End? Also, ist das das Ende? Da ging es um die kosmische Woche, also da wurde gesprochen über diese 6000 Jahre. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Und dann hast du noch ein zweites Video gemacht, wo du noch ein paar Erklärungen dazu gegeben hast, zu dem ersten Video, weil es halt so stark rumging und so viele Fragen aufgeworfen hat. Und über beide Videos wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Die Themen, die wir also heute behandeln wollen, ich sage sie euch schon vorweg und auch unseren Zuschauern schon vorweg, wir wollen ganz kurz über das Erdzeitalter diskutieren, über die kosmische Woche, wie alt ist die Erde. Danach ein bisschen sprechen über die Reaktion auf das Video, das sich so schnell und so viel verbreitet hat. Dann wollen wir über Zeitvorhersagen im Allgemeinen sprechen. Dann gibt es noch eine Stellungnahme dazu und am Ende noch eine Bitte. Was das wird, dazu am Ende mehr. Also der erste Teil, über den wir sprechen wollen, ist die Diskussion über das Erdalter. Also die Frage ist, kann man das Erdalter eigentlich ermitteln rein biblisch? Kann man rein biblisch ahnen, wie alt die Erde wirklich ist? Okay, wie ich auch gesagt habe in dem zweiten Vortrag, wie kann man das Alter ermitteln? Erstens, was sagt die Bibel? Und dann muss man natürlich sich fragen, welche Manuskripte gebraucht man? Denn es gibt verschiedene und da sind da Unterschiede in dem Alter auch und in der Genealogie. Also wenn wir im Hebräischen die masoretische Schriften gebrauchen, dann nach den meisten Errechnungen stehen wir dann so ungefähr rund um die 6000 Jahre. Wenn wir natürlich die Septuaginta gebrauchen, dann wird das Zeitalter länger. Also die Frage ist dann, welchem kann man vertrauen? Und in dem zweiten Vortrag habe ich dann einige Beispiele gegeben, warum der masoretische Text wahrscheinlich der Text ist, dem man vertrauen kann. Und das zweite Problem ist natürlich die Evolutionslehre und radiometrische Daten, die man dann feststellen kann. Und wie steht es mit der Wissenschaft? Jetzt, das war kein wissenschaftlicher Vortrag, den hatten wir ja schon vorher. Und es gibt ja 7 Vorträge über Geologie und Evolution gegenüber Schöpfung. Die können sich ja die Leute anschauen. Aber die Tatsache ist, man kann nach der Wissenschaft nicht ermessen, wie alt die Erde ist. Also das Einzige, was übrig bleibt, ist, was die Bibel sagt und was die Archäologie sagt. Jetzt in der Vergangenheit waren die Zeitalter historisch und archäologisch immer sehr lang. Zigtausende, 10.000 vor Christus und so weiter. Aber je mehr Information hervorkam, je kürzer wurde die Zeit. Und heute zum Beispiel würde ein Ägyptologe sich nicht wagen, um zu reden von 5000 oder 6000 vor Christus. Sie sind alle in dem Bereich 2 bis 3000 vor Christus. Also die Archäologie ist in Harmonie mit dem biblischen Zeitalter. Und was haben die frühen Kirchenväter geglaubt? Was haben die Reformatoren geglaubt? Was haben die Pioniere der Adventgemeinde geglaubt? Das war alles in meinem zweiten Vortrag. Und was sagt der Geist der Weissagung? Und da kommen wir immer auf dieses Zeitalter. Ob das jetzt genauso genommen werden kann oder nicht, das ist ja debattierbar. Aber die Tatsache ist,
dass die Konsensus ist, ein Alter der Erde circa 6000 Jahre. Biblisch, Geist der Weissagung und auch historisch, obwohl da noch ziemlich Streit gegenwärtig ist. Ja. Ich denke, was man auch sehen kann, ist Folgendes. Die biblischen Texte, egal welchen Grundtext man nimmt, sprechen alle von einem jungen Alter der Erde. Das heißt also, wir haben ein Alter zwischen 6000 und maximal 10.000 Jahren. Und wenn wir jetzt aber überlegen, was von denen stimmt jetzt, ist jetzt 6000 oder 8000 oder 10.000 richtig, da gibt es in der adventistischen Welt sehr viele, die meisten, die sagen, wir legen uns nicht fest, weil wir nicht wissen, welcher von den Grundtexten jetzt der richtige ist. Aber ich denke, da haben wir einen guten Hinweis und eine sehr gute Hilfe, weil wir glauben, dass Gott durch Ellen White gesprochen hat. Und wenn Ellen White tatsächlich eine inspirierte Kommentar zur Bibel ist, dann heißt das, dass sie an sehr vielen Stellen von 6000 Jahren spricht. Sie spricht nirgendwo von 10.000 Jahren oder von ungefähr 10.000 Jahren oder von mehr als 10.000 oder von 8.000. Sie spricht von 6.000, mal sagt sie ungefähr, mal sagt sie fast, mal sagt sie, also immer um die 6.000. Die 6.000 oder 4.000 von der Schöpfung bis Jesus hat sie sehr häufig in ihren Schriften. Und von daher, denke ich, können wir diesen Bibeltexten und diesen Manuskripten vertrauen, die 6.000 Jahre favorisieren. Und von daher, zum Glück haben wir das, und ich denke auch bewusst auch nicht in unseren 28 Glaubenspunkten mit drin, weil nirgendwo ein Text steht im 3. Petrus 5, Vers 4 oder so etwas, 6.000 Jahre ist es jetzt her. Das kann man sich errechnen von den Genealogien und von den Geschlechtsregistern. Und wir haben eben bei Ellen White diese Aussagen, aber weil wir niemals unsere 28 Glaubenspunkte auf Ellen White-Aussagen berufen, haben wir das nicht reingenommen. Aber es ist sicherlich ein Aspekt, den wir trotzdem berücksichtigen können. Ja. Also spricht vieles dafür, also dass es 6.000 sind. Also sowohl archäologisch kann man das sich anschauen, die Reformatoren haben es geglaubt, als Adventisten glauben wir das auch. Ich habe das sogar damals, ich komme aus der evangelischen Kirche, ich habe damals mal die Genealogien aufgezeichnet und ich kam auch dahin. Also ich habe einfach mal aus der Bibel, aus meiner Bibel, die ich habe, einfach mal losgemalt und da war es auch deutlich. Ich glaube sogar, war es nicht so, dass auch die Genfer Bibelübersetzung ja, für 6000 Jahre irgendwie ausrechnet? Genau. Die kommen so, also ich hab's. Es gibt auch noch zwei andere Quellen. Und zwar, wie rechnen die Juden das Alter der Erde? Und was sagen die Okkultisten und die Freimaurer zum Beispiel zum Alter der Erde? Jetzt, wenn wir die Freimaurerei nehmen und wir nehmen zum Beispiel Morals and Dogma von Albert Pike, dann ist da in der ihre Rechnung genaue Harmonie mit dem, was die King James als Fußnoten hatte. Und die Juden, die sind noch nicht bei 6000. Die sind rund um das Jahr 5700 und etwas, also noch keine 6000. Da sind ungefähr, ich weiß nicht genau wie viele, aber zwischen 200 und 300 Jahre sind da gekürzt. Aber der Grund, warum sie gekürzt sind, ist, weil erstens, sie nehmen nicht das Neue Testament in Betracht, wo Paulus doch redet von wie lange es ist seit dem Auszug und so weiter. Und das Zweite ist, dass sie nur 53 Jahre rechnen für das persische Zeitalter. Und da sind schon etwa 250 Jahre oder in dem Schnitt, die da fehlen. Sie nehmen zum Beispiel Darius den Meder, und verlieren die Jahre zwischen dem und Darius dem Großen. Und somit sind diese Jahrhunderte, die weg sind, ein Fehler, weil sie nicht die Geschichte in Acht nehmen. Und da gibt es viele Zitate auch bei anderen Schöpfungsorganisationen, so wie Answers in Genesis zum Beispiel, die eine genaue Erklärung von diesen Dingen hervorbringen. Also die Konsensus ist rund um die 6000 Jahre. Das jetzt, wenn wir sagen, also wenn wir annehmen, die Erde hat ein Alter von 6000 Jahren und wir haben die Bestätigung scheinbar aus allen Quellen, wir sagen also, die Erde ist 6000 Jahre alt, was hat es mit dieser kosmischen Woche auf sich?
Also was ist damit gemeint, wenn wir von der kosmischen Woche sprechen? Ja, ich denke, da ist interessant, dass man sehen kann, von 6000 Jahren ausgehend, und wir wissen ja, dass am Ende das tausendjährige Reich im Himmel sein wird. Und dann hätten wir 6000 Jahre plus 1000 Jahre, zusammengenommen wären es 7000 Jahre. Und da haben wir genau diese 6-1-Konstellation, die wir bei der Schöpfung auch hatten. 6 Tage hat Gott die Welt geschaffen und einen Tag hat er geruht. Und da wir ja auch im Himmel die 1000 Jahre ruhen werden, von uns auch im Hebräer, Paulus auch sagt, dass wir in die Ruhe eingehen werden. Hier hat Paulus auch den Sabbat auf den Himmel bezogen, ja, dass die Ruhe noch vorhanden ist in der Zukunft, ist es relativ logisch, das zu kombinieren, dann zu sagen, okay, 6000 Jahre sind hier diese, wie die 6-Tage-Woche, wo die Sünde herrscht, wo die Mühsal und die Schwierigkeiten sind, und dass dann das 7. Jahrtausend, dass die 1000 Jahre im Himmel sind, wo Satan gebunden ist und wir dann mit Gott im Himmel sein werden. Deswegen ist diese kosmische Woche, 6 plus 1, würde ganz genau passen. Und ich bin ja auch übrigens überzeugt, wenn Jesus wiederkommt, wir sind im Himmel, und wir werden dann zurückblicken auf diese Erde, dann werden wir sehen, dass Gottes Zeitplan ganz genau gepasst hat. Ich glaube, Gott macht alles ganz genau. Für uns ist das nicht ersichtlich, weil wir mittendrin irgendwo sind. Aber wenn wir von oben alles anschauen werden, nachher im Rückblick, werden wir sagen, es passt ganz genau, jedes Puzzleteil passt zusammen, auch zeitlich passt alles genau zusammen. Aber es ist für uns jetzt natürlich in der Zeit, wo wir drinstecken, schwierig, uns von oben alles anzuschauen. Ne? Aber ab und zu haben wir durch Gottes Propheten immer diese Möglichkeit, von oben diesen Blick zu bekommen. Ich denke, es ist doch auch so, dass Petrus sagt, 1000 Jahre beim Herrn sind wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Ja. Und dann merkt man schon, also wenn Paulus von der Sabbatruhe spricht, in die wir eingehen, und sagt, es ist noch eine Sabbatruhe für das Volk vorhanden. Genau. Und wir sagen, das Millennium ist ein Tag, nämlich der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts. Ja. Dann kann man verstehen, wenn Petrus sagt, die 1000 Jahre sind ein Tag, und wenn die Weltgeschichte dann 6000 Jahre alt ist, dann wäre das equal oder gleichgesetzt mit 6 Tagen. Mhm. Haben wir noch andere Erklärungen für die kosmische Woche? Also wird das gemeinhin akzeptiert unter Adventisten? Es wurde früher akzeptiert unter den Adventisten. Die frühen Kirchenväter vom 1. Jahrhundert, die sind fast alle auf dieser gleichen Linie. Sie glauben alle an die kosmische Woche, oder die meisten wenigstens. Und die Pioniere der Adventgemeinde, die hatten den gleichen Glauben, und Geist der Weissagung hat ihn natürlich auch. Interessant, wenn wir eine Woche nehmen, aber wir rechnen jeden Tag als 1000 Jahre, so wie die Pioniere das errechnet haben, dann haben wir 6000 Jahre und 1000 Jahre Sabbat, das ist das Millennium. Wenn wir dieses Millennium verschieben sollten bis zum 8. Tag, mit anderen Worten den nächsten 1. Tag der Woche zu einem Sonntag, dann fällt dieses tausendjährige Zeitalter weg, dann haben wir kein Millennium. Und es ist ja interessant, dass die katholische Kirche Amillennianismus glaubt. Es gibt kein Millennium. Also die Kirche regiert. Und der erste Tag der Woche, wenn der dann der Ruhetag ist, dann fällt der Ruhetag Gottes einfach weg. Kosmisch gesprochen, in der kosmischen Woche. Und somit wäre das ganze Problem der Sünde, das gelöst wird in dieser Zeit, damit einfach weg. Mit anderen Worten, es gibt kein Urteil und das Böse wird nie geurteilt. Und wir gehen in die nächste Woche mit dem Segen und der Heiligung derjenigen, die den ersten Tag eingeführt haben, nämlich die katholische Kirche. Und dann verschwindet das ganze Urteil, verschwindet. Wenn wir diesen Tag verschieben, dann verschieben wir ja auch die kosmische Woche. Und dann haben wir das Problem. Interessant. Danke. Jetzt, also für uns, glaube ich, ist allgemein, ist, glaube ich, auch weitestgehend akzeptiert, dass wir sagen, da gibt es also diese Idee von der kosmischen Woche. Ich weiß nicht, ich predige das, du wahrscheinlich auch. Walter auch? Mann, es sieht ja so aus, wie Walter schon gesagt hat, früher haben es die Adventisten eigentlich alle geglaubt. Mhm. Aber heute ist es so, da ist das nicht mehr Konsens. Aber wenigstens ist es so, dass einem zugestanden wird, dass man daran glauben darf.
Ja, also man wird nicht ausgeschlossen aus der Gemeinde, wenn man jetzt, ich glaube, dass die Welt 6000 Jahre besteht und dass es eine kosmische Woche gibt. Ja? Von daher ist es mindestens, dass man sagen kann, okay, es ist legitim, daran zu glauben. Hoffentlich, ja. Okay. Gibt es denn gute Gegenmeinung, Gegenstellungsnamen? Ah ja, verschiedene Personen glauben es noch, aber als Gemeinschaft wird es eigentlich nicht vertreten. Und was der Grund ist, naja, das sind viele Gründe. Erstmal, die Evolutionslehre hat ein Problem mit den Milliarden Jahren hinzugefügt und dann auch die Geschichte und die Archäologie, dass man wollte nicht mehr so konsequent sagen 6000 Jahre, denn das kann ja problematisch werden in der Zeit, in der wir leben. Also ich glaube, es ist eine historische Verschiebung. Aber der Geist der Weissagung ist ganz klar, wenn es kommt zu 6000 Jahren. Das heißt natürlich nicht, dass da eine bestimmte Zeit ist, wo wir sagen können, Christus kommt nach den 6000 Jahren wieder. Denn die Zeit kann ja gekürzt werden, wie wir gesagt haben, oder sie kann verlängert werden. Aber dass diese Uhr eben weiterläuft, ist einfach eine Tatsache. Und dass wir jetzt sehr nah an den 6000 sind, das ist auch eine Tatsache. Und darum ging es mir ja bei diesen Vorträgen. Wir müssen wach werden. Die Zeit ist kurz. Ich bin wirklich beeindruckt, dass du das sagst. Also, dass in der Adventgemeinde das nicht mehr Konsens ist. Ich bin immer davon ausgegangen, und sogar in der evangelischen Kirche, aus der ich komme, war das irgendwie, zumindest in meiner Jugendzeit, war das irgendwie gang und gäbe, dass wir das gesagt haben. 6000 Jahre und dann 1000 Jahre, danach geht's in den Himmel. Das haben wir zumindest geglaubt. Schade, dass es bei den Adventisten, also ich gehe davon aus, zumindest in meinem Umfeld, dass es immer noch so ist, dass es so akzeptiert wird. Ja. Aber ich denke, es gibt noch zwei weitere Gründe, warum diese 6000 heute kein Konsens mehr sind oder auf jeden Fall sehr stark eine Frage gestellt werden. Ein Argument ist, dass man heute die verschiedenen Handschriften gleichberechtigt nebeneinander setzt und dass sich widersprechen, sagt man, also wissen wir es nicht. Und das Zweite ist, dass auch die Autorität Ellen White in der heutigen Adventgemeinde nicht mehr diesen Stellenwert hat. Und wenn sie das eben schreibt, dann sagt man, naja, war ihre Meinung, aber kann auch eben anders gewesen sein. Ne? Das sind auch so zwei Gründe, warum, denke ich, auch von den 6000 Jahren in den letzten Jahren, Jahrzehnten, man mehr und mehr davon abgerückt ist. Ja. Okay, danke. Das wollte ich gerade fragen, ob es irgendwelche Gegendarstellungen gibt. Der Walter hat ja schon gesagt, also es gibt sozusagen Möglichkeiten durch die Evolution, wird es durcheinander gebracht. Du sagst, es sind auch verschiedene Handschriften, die man miteinander vergleicht. Also es gibt sozusagen genug Dinge, die Verwirrung stiften. Und da können wir uns, glaube ich, glücklich schätzen, dass wir das prophetische Wort haben, den Geist der Weissagung, und sagen können, wir wissen, was wir glauben. Es ist ja interessant, dass die fundamentalistischen, also bibelgläubigen Evangelikalen ganz felsenfest zu den 6000 Jahren stehen. Und da kann man sich nur die Webseiten von zum Beispiel Answers in Genesis anschauen, wo die ganz klipp und klar sagen, so steht es in der Bibel und so glauben wir es. Und das sind ja verschiedene Gemeinschaften, die sich an diesem Gremium beteiligen. Mhm. Ja. Das haben wir auch gerade, wir waren gerade in diesem Creation Museum und in den USA, da haben wir das auch gesehen. Das war ganz deutlich, also da werden 6000 Jahre ganz deutlich hervorgehoben. Mhm. Jetzt ist es so, in dem ersten Video, also diese erste Predigt, die du gehalten hast, WhatsApp Prof Nummer 8, ist this the end? Da, also für die Videos gab es, ich habe mal die Kommentare gelesen, unglaublich viel Lob und Menschen waren sehr dankbar dafür. Diese Videos wurden unglaublich schnell verbreitet, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Also selbst in Deutschland, wir haben ganz viele Anfragen bekommen, ob wir die Dinge übersetzen können. Da hatten wir sie selber kaum gesehen. Und jetzt ist es so, dass sogar auch seitens von Pastoren und auch Vorstehern, eigentlich, es gab überhaupt keine theologischen Einwände gegenüber diesen 6000 Jahren, gegenüber die kosmische Woche. Also wir haben sogar, dafür will ich mal ganz kurz in die Kamera mich einfach mal bedanken für die vielen Pastoren und auch die Vorsteher, die uns geschrieben haben und uns auch mit Informationen versorgt haben.
Danke, dass ihr damit drauf guckt und danke, dass ihr uns diese Dinge auch zukommen lasst. Danke für die Unterstützung, danke auch für die Kritik. Das hilft uns immer sehr dabei. Jetzt sei gesagt, was angemerkt wurde, und da haben Vorsteher und auch Pastoren gesagt, da ist die Schwierigkeit, dass eine Zahl genannt wurde in dieser ersten Predigt, 2027. Und da haben sich jetzt viele Menschen gesagt, kann es sein, dass wenn 2027 die 6000 Jahre ablaufen, dass Christus wiederkommt? Nun, wie kam man überhaupt darauf, auf die Zahl 2027? Wie ist das gekommen? Ja, das ist einfach eine mathematische Tatsache, wenn man anfängt zu rechnen von der Taufe Christi und auch von der Prophetie Daniel. Und ich habe da ein paar Zitate gezeigt aus Geist der Weissagung, wo dieses Zeitalter, eben die Taufe Jesus, als Maßstab genommen wurde für 4000. Wenn sie allgemein redet, dann kann man auch die Geburt nehmen. Naja, dann ist man eben ein paar Jahre drüber schon. Wenn man die Kreuzigung nimmt, dann dauert es noch 3,5 Jahre länger. Also kommt drauf an, wo man anfängt, kann man verschiedene Zeiten errechnen. Damals die Reformatoren, die haben gerechnet von der Geburt Christi. E.G. White hat Aussagen, die so allgemein sind, da könnte man auch von der Geburt ausgehen, aber sehr genaue, meiner Ansicht nach, über die Taufe. So, ich habe das Taufdatum genommen, weil die Aussagen da sehr deutlich sind, mit einem Anfang und mit einem Ende, und gesagt, gut, dann wären sie rum, rein mathematisch, 2027, denn 27 plus 2000 ist eben 2027. Aber ich habe dann ganz deutlich gesagt, das heißt nicht, dass Christus wiederkommt 2027, denn die Zeit kann ja gekürzt werden oder die Zeit kann verlängert werden. Kommt er in der ersten Wache, in der zweiten, in der dritten oder vierten? Das ist nicht meine Sache, das ist seine Sache. Also keine Zeitrechnung, aber rein wissenschaftlich, rein archäologisch, rein biblisch, rein Geist der Weissagung, wann sind die 6000 Jahre rum? Und dann könnte man ja rechnen und diese Rechnung kommt dann eben auf 2027, aber das heißt nicht, dass Christus dann wiederkommt. Und ich habe ja diese kosmische Woche gebraucht, nicht als eine Zeitrechnung, sondern um den Menschen zu sagen, wenn wir glauben an eine 6000-jährige Welt, dann ist die Zeit sozusagen rum. Und wir müssen wach werden. Ich habe aber auch ganz deutlich gesagt, dass wir die Prophezeiungen im Alten Testament, die ganz deutlich ein bestimmtes Jahr vorhersagen, so wie in Daniel, die 1260 Tage, die 1290 Tage und so weiter, die können wir nicht gebrauchen, denn es gibt keine prophetische Zeit mehr. Also wir können nicht sagen, okay, von diesem Ereignis bis dem Ereignis genau 3,5 Jahre, dann kommt Christus wieder. Das ist Zeitrechnung, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, die kosmische Woche endet ungefähr da, wenn wir diese Rechnung als maßgebend nehmen. Und weiter habe ich nichts gesagt, aber das war angeblich schon genug. Ja, richtig. Interessant ist an der Stelle, es gibt ja verschiedene Arten, wie man Zeiten sagt oder nennt. Man spricht sozusagen von Hard-Time-Setting und Soft-Time-Setting. Ja? Hard-Time-Setting, wenn das jemand sagt, ja, in dem und dem Jahr oder in dem Tag kommt Jesus wieder. Wie damals 1844, ja, haben sie zuerst ein Jahr gehabt und dann nachher einen Monat und sogar so einen Tag, wo sie das glaubten. Das ist Hard-Time-Setting. Und ich denke, davon hast du dich sehr deutlich distanziert, ist auch gut so, dass man auch nicht sagt, okay, wir glauben, irgendwo an einem bestimmten Datum kommt Jesus wieder. Soft-Time-Setting heißt jetzt allerdings, dass man sagt, okay, in diesem Bereich könnte er kommen. Ja, vielleicht ja, so ein bisschen davor oder danach. Und die Problematik ist, denke ich,
dass auch hier wir auch Aussagen von Ellen White haben, wo man sagen sollte, okay, auch Soft-Time-Setting ist nicht optimal. Es ist nicht gut. Auch wenn man das selbst vielleicht irgendwas daran in die Richtung glauben könnte oder glaubt, ja, so könnte ich mir das vorstellen, aber öffentlich verkündigen mit Soft-Time-Setting ist immer eine Sache, die sehr brisant ist und auch immer Widerstand hervorruft. Was ich allerdings zu bedenken geben möchte, ist Folgendes. Das Konzept der 6000 Jahre dieser kosmischen Woche hat in sich, so im Hintergrund, so ohne dass man das jetzt im Vorderen schieben müsste, hat ein Soft-Time-Setting in sich schon mit drin. Deswegen, denn wenn ich glaube, es sind 6000 Jahre und dann 1000 Jahre im Himmel, die 1000 Jahre, dann hat man automatisch, dass man um diesen Bereich herum müsste ja irgendwann die 6000 Jahre, wenn die zu Ende gehen, muss ja das nächste, letzte Jahrtausend anfangen. Von daher ist das Konzept selbst der 6000 Jahre ein Konzept, was ein klein wenig Soft-Time-Setting schon beinhaltet oder dahin führen könnte. Was man allerdings jetzt vermeiden sollte, ist, ein Datum in der Zukunft zu setzen, wo man einfach ein Datum nennt, weil denn jeder, der das Datum hört, nicht mehr an das Konzept der 6000 Jahre denkt, sondern nur noch daran denkt, diese Wiederkunft, ein Datum, und dann gibt es jede Menge Unstimmigkeiten, die entstehen. Und deswegen denke ich, ist ein zukünftiges Datum zu nennen immer problematisch. Kann sich jeder selbst ausrechnen, wenn er möchte, aber das ist, ja. Also ein Soft-Time-Setting sozusagen auf die 6000 Jahre bezogen, müsste jetzt irgendwann um sein. Das können wir, glaube ich, alle machen. Aber es wäre fatal zu sagen, da ist die Gnadenzeit zu Ende oder da kommt Christus wieder. Das wäre also selbst Soft-Time. Wir müssten nicht mal sagen, in dem und dem Jahr, sondern wir sagen, ungefähr in 2 Jahren oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren, das hältst du für nicht richtig. Aber wenn ich die Videos richtig gesehen habe, hat Walter das auch nicht gemacht, oder? Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber noch ein Punkt. Wenn du nur die Bibel nimmst und du rechnest die Genealogie, man kann nicht genau rechnen, wie lang es ist. Denn die Bibel gibt Jahre, aber sie gibt nicht Monate und Tage. Also von einer zur nächsten Person gibt es die Jahre, aber nicht die Monate und auch nicht die Tage. Also das sind Unterschiede, man kann es nicht genau rechnen. Natürlich von der Zeit des julianischen Kalenders können wir genau rechnen, denn da sind ja keine Tage verloren gegangen. Zum Beispiel von der Zeit Christus im julianischen Kalender bis jetzt ist da kein Tag weg und auch kein Monat weg, sondern wir wissen genau, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Aber was das Alte Testament betrifft, sehr schwierig, um genau zu sagen, wie viele Jahre da vorbei sind. Und es gibt ja, naja, verschiedene Personen, die versucht haben, es genau zu berechnen. Sehr interessant, dass die Reformatoren manchmal auf sogar Monate achteten. Das ist meiner Ansicht nach nicht möglich. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe ja nur den Geist der Weissagung zitiert. Und jetzt ist die Frage, ist das maßgebend oder ist das nicht? Wenn wir den großen Kampf nehmen, das letzte Kapitel, ganz eindeutig, 6000 Jahre hat Satan die Macht über diese Erde. Aber sie kann ja gekürzt werden oder sie kann verschoben werden. Und das liegt nicht in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Und das ist das Wichtige, dass wir das verstehen. Also es ist sehr interessant, also wir können davon ausgehen, dass die Welt mit 6000 Jahren, sozusagen natürlich hat jeder von uns im Kopf und überlegt, wie rechnet man damit, wie kommt man dahin. Das ist, glaube ich, da ist nichts Verwerfliches dran, das zu machen. Ja. Ich glaube, die Schwierigkeit sozusagen, die sich ergibt, oder zumindest die Einwände, die gegeben worden sind, ist, dass also einmal sozusagen ein Datum genannt wurde, wobei du ja 10-mal gesagt hast, bitte, bitte, das ist nicht die Wiederkunft Christi. Aber da hieß es, wenn man ein Datum nennt, dann dann wird Gefahr gelaufen, dass es Menschen in Fanatismus treiben kann. Also das verstehe ich. Ich verstehe diesen Einwand, also so seitens der Pastoren, also sogar wenn die Vereinigung sagt, bitte, bitte vorsichtig sein mit so einem Datum. Jetzt muss man sagen, wenn ich so ein Datum setze und sage, da kommt Christus wieder oder da ist die Gnadenzeit vorbei,
dann verstehe ich das voll und ganz. Und es läuft ja die Gefahr dahinter, dass Menschen das machen, oder? Wenn man sagt, die 6000 Jahre sind um, dass wir alle denken, da könnte Ende der Gnadenzeit sein oder vielleicht sogar die Wiederkunft. Das, glaube ich, verbinden wir automatisch damit. Ist das wirklich eine Gefahr? Also dürfen wir deshalb die kosmische Woche nicht predigen? Es ist eine Gefahr. Ja, es ist eine Gefahr. Aber wenn Menschen sagen, das passiert noch lange nicht, noch 100 Jahre, 200 Jahre, ich höre das ständig. Ich wollte nur sagen, nicht nur die Zeichen der Zeit zeigen, dass wir jetzt ganz nah dran sind, sondern auch, wenn wir die kosmische Woche in Acht nehmen, wenn wir das glauben wollen, es ist ja keiner verpflichtet, das zu glauben, dann sind wir auch nah dran. Also meines Erachtens nach, wenn wir jetzt eine andere Zahl genommen hätten, wenn wir gesagt hätten, so wie Bishop Usher, die Geburt ist 4000 Jahre, naja, dann könnten wir es ja auch genau errechnen von 4 vor Christus bis 2020, wo stehen wir im Rahmen der Zeit. Dann wären wir schon etwas drüber. Wenn wir das Kreuz genommen hätten, naja, dann wäre es noch 3,5 Jahre später. Wenn wir das Ende der 70 Wochen genommen hätten von Daniel, dann wäre es noch 3,5 Jahre später. Also es geht rund um den Rahmen. Wir sind nicht 200 Jahre weg von diesem Zeitalter und auch nicht 100 Jahre, sondern wir müssen unsere Herzen jetzt vorbereiten. Und das war mein einzigstes Ziel. Ja, was man noch sagen kann ist, Gott hat in der Bibel bei großen Ereignissen nicht nur gesagt, was kommt, sondern auch, wann es kommt. Ich werde eine Predigt haben, die jetzt am Sabbat bei AD ausgestrahlt wird. Die wird heißen von Zeichen, Zeiten und Daten. Das heißt, da zeige ich, wie bei der Sintflut, wie beim Auszug aus Ägypten, wie beim Einzug ins Land Kanaan, Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier, Zerstörung Jerusalems durch die Römer, wie Gott lange voraus immer gesagt hat, welche Generation das erleben wird. Und kurz vorher hat er Tag und Stunde gesagt. Und auch sogar bei der Zerstörung Jerusalems durch die Römer hat er auch ein Fluchtzeichen genannt. Und dass Gott auch für die Wiederkunft diese drei Dinge nennt. Gott nennt diese drei Dinge. Gott sagt auch, es gibt Bibeltexte, wo darauf hingewiesen wird, dass ein Zusammenhang hergestellt wird, dass in der Generation Jesus wiederkommen wird. Die Predigt ist jetzt sehr interessant, solltet ihr euch anhören. Dann sagt auch Jesus, dass auch für die Endzeit ein Fluchtzeichen da sein wird, das Gräuel der Verwüstung, was aufgerichtet wird. Und drittens finden wir in dem Buch Der große Kampf auch, dass einige Tage vor der Wiederkunft Jesu eine Stimme vom Himmel den Tag und die Stunde der Wiederkunft verkündigen wird. Das heißt also, Gott selbst macht Hard-Time-Setting und Soft-Time-Setting. Wenn Gott das macht, denke ich, dann ist es kein Problem. Aber er macht es zum richtigen Zeitpunkt. Und er macht es auch so, dass es auch eine Erweckung bringt und auch genau so, wie es auch gut ist und nötig ist. Ja? Von daher denke ich, dürfen wir die 6000 Jahre, diese kosmische Woche sicherlich glauben und auch darüber sprechen. Wir sollten nur kein zukünftiges Datum nennen. Mhm. Wobei es natürlich, jeder wird sich selbst ausrechnen wahrscheinlich. Also jeder von uns rechnet ja selber mit und überlegt, wann kann es ungefähr sein. Das ist dann deine eigene Sache, ja. Genau. Und ich meine, wenn wir die Geburt Christi annehmen, dann kommen wir auf 1996, 1997. Wenn wir die Taufe Jesu annehmen, dann kommen wir irgendwo auf 2027, wenn wir die Kreuzung annehmen, auf 31. Also jeder rechnet ja so ein bisschen mit, aber wir sollten nicht sagen, da und da passiert das, da und da passiert das. Das hat, glaube ich, weiter auch gesagt. Ich sagte, es kann sich nach vorne ziehen, es kann sich nach hinten verschieben. Und jetzt waren, aber könnt ihr trotzdem verstehen, dass diese Reaktion kam? Aber was ist unsere Aufgabe? Wenn wir wissen, dass wir noch 100 Jahre haben oder 200 Jahre haben, dann können wir ja ruhig weiter schlafen, so glauben einige. Wenn wir wissen, die Zeit ist kurz, was ist unsere Aufgabe? Zweierlei. Das eigene Herz und
Zweitens, die Menschen da draußen warnen. Und das ist das Wichtigste. Was für eine Aufgabe haben wir als Gemeinschaft? Ist unsere Aufgabe nicht die Verkündigung der Drei-Engel-Botschaft? Jetzt, unsere Aufgabe ist, um diese Botschaft an die Welt zu bringen und durch die Zeichen der Zeit zu beachten und zu verkündigen, dass diese Dinge geschehen und dass die Menschheit einen Entschluss machen muss, wen sie anbetet. Entweder gehorchen wir Gott oder wir gehorchen den Menschen. Welche Satzungen? Darum geht's. Und wenn dieser Vortrag die Gemeinde aufrüttelt, um zu sagen, wir haben nicht mehr viel Zeit, um diese Botschaft an die Welt zu bringen, dann kann ich mit der Kritik leben über ein bestimmtes Jahr, obwohl ich nie gesagt habe und auch nicht gemeint habe, dass Jesus in diesem Jahr kommt. Nur, dass wir wenig Zeit haben, denn die Zeichen sind da und die Zeit, die Sanduhr läuft aus, bringt die Botschaft an die Welt. Das ist mein Ziel und nichts anderes. Ja, ich denke, das Problem ist, dass gerade beim Hard-Time-Setting und beim Soft-Time-Setting, das in unserer Freikirche als ein rotes Tuch gesehen wird. Das heißt, hier ist eine Linie, wo man sagt, da sind sich so gut wie fast alle einig, das ist ein No-Go, das geht nicht. Ja, ob das jetzt die Liberalen oder auch die Konservativen sind, alle sagen, das darf man nicht. Ja, und wenn sich doch jemand sich herausnimmt, beim Soft-Time-Setting einen Schritt vorwärts zu gehen, dann wird er alle gegen sich haben. Und deswegen denke ich, ist es nicht klug, sich in dem Sinne aus dem Fenster zu lehnen, weil man damit eine Gegnerschaft erreicht, die nicht sein müsste. Auch wenn man das vielleicht glaubt, persönlich glaubt oder auch, ja. Wichtig ist, denke ich, dass wenn Gott es möchte, dann kann Gott es offenbaren. Stellt euch vor, es würde ein Prophet auftreten, der würde sagen, jetzt ist die Zeit und jetzt, und er würde irgendetwas sagen über die Zeit, ja. Dann würde sicherlich die meisten sagen, darf man nicht machen. Aber wenn er sagt, Gott hat mir offenbart, Gott hat mir im Traum gesagt. Ne? Ich frage mich auch, warum hat Gott der Urgemeinde nicht gesagt, wann Jesus kommt? Oder wann die Zeit ungefähr nahe ist? Beides hat er nicht gesagt. Hardtime und Softtime-Setting, der Urgemeinde nicht. Wenn die Urgemeinde gewusst hätte, es dauert noch 2000 Jahre, dann wäre eine Naherwartung dahin gewesen. Aber die Urgemeinde hat eine Naherwartung gehabt. Und die war gut, auch wenn Jesus nicht zu ihrer Zeit gekommen ist. Unsere Pioniere haben eine Naherwartung gehabt. Ellen White hat eine Naherwartung gehabt. Sie glaubt, dass Jesus auch zu ihren Zeiten kommt. Und hätte Gott damals offenbart, es dauert noch 150 Jahre, dann hätten die Pioniere gesagt, ach, ist ja noch Zeit. Da wäre eine Naherwartung dahin gewesen. Ja? Also mit anderen Worten, weil zu allen Zeiten, wenn Gott offenbart hätte, dass irgendwo auch die Nähe der Wiederkunft angegeben hätte, wie es wirklich ist, dann wäre es für alle ja sehr weit in der Zukunft gewesen. Und das wäre für die Naherwartung zu allen Zeiten nicht gut gewesen. Gott wollte das zu allen Zeiten, die eine Naherwartung haben. Denn Gott spricht davon, Jesus sagt, ich komme bald. Und das gilt für jede Generation, dass wir glauben, Jesus kommt bald und dass wir vorbereiten, dass wir die Botschaft verkündigen, dass wir den lauten Ruf verkündigen, dass der Heilige Geist den Spätregen schickt und dass das Werk beendet wird. Ja. Aber es kann durchaus sein, dass ein Punkt kommt, wo die 10 Jungfrauen aufwachen, wo der Mitternachtsruf kommt. Und der Mitternachtsruf sagt, siehe, der Bräutigam kommt. Er sagt nicht, die Zeichen der Zeit sind da. Er sagt nicht, wir leben in der schlimmen Zeit. Sondern der Bräutigam kommt, Jesus kommt. Ja. Und das kann natürlich erst kommen, wenn er wirklich kommt. Wenn wir wirklich vor dem Ende sind. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wenn dieser Ruf kommt, der Bräutigam kommt, dass dann die Jungfrauen aufwachen. Und Gott wird diesen Zeitpunkt zeigen, wann dieser Ruf da sein wird. Jesus kommt. Und dieses, der Bräutigam kommt, ist ja auch eine Zeitansage. Denn sie haben ja lange auf ihn gewartet. Sie sind eingeschlafen, er kam nicht. Und jetzt kommt der Ruf, der Bräutigam kommt, mit anderen Worten, er ist schon im Anmarsch. Wenn ihr jetzt aufwacht, wenn ihr eure Lampen fertig macht, dann könnt ihr mit ihm mitgehen. Ja? Also von daher ist dieser Mitternachtsruf, der Bräutigam kommt, hat auch mit zeitlicher Dimension zu tun.
Und das hängt damit zusammen, dass man sagt, Jesus kommt bald. Ja, und das kann Gott wieder, denke ich, das kann nur Gott machen. Nur Gott kann diesen Ruf initiieren und sagen, jetzt ist die Zeit, das zu sagen. Jetzt ist es so, wenn du vom Mitternachtsruf sprichst oder von dem Gleichnis der Jungfrauen, da war es ja so, dass Ellen White sagt, das wurde 1844 schon erfüllt. Richtig. Und es erfüllt sich noch einmal am Ende der Zeiten. Ja. Jetzt mal die Frage, warum warnt eigentlich Schwester White davor, solche Zeitpunkte für das Ende der Gnadenzeit und einen Zeitpunkt für die Wiederkunft zu setzen? Ich meine, der Walter hat in seinem zweiten Vortrag das deutlich gemacht, warum sie davor warnt. Können wir das zusammenfassen, warum Schwester White vor diesem Ding warnt? Es geht um die Vorbereitung. Wir wissen nicht, wann die Gnadenzeit aufhört. Also ich kann nicht sagen, ich habe noch eine Woche, ich habe noch zwei Wochen, ich habe noch einen Tag. Ich muss jetzt bereit sein, denn die Gnadenzeit kann ja vorbei sein und ich weiß es nicht, nur Gott weiß es. Also wir müssen in einer ständigen Vorbereitung arbeiten, damit wir das nicht nur ausleben, was wir glauben, sondern dass wir es auch im Herzen haben. Also es wäre nicht gesund, wenn wir genau wüssten, wann die Gnadenzeit aufhört, wann diese Ereignisse stattfinden, wann ist die Zeit da, wo überhaupt keiner mehr gerettet werden kann, wo das Dekret raus ist, die unrein sind, sollen unrein bleiben. Das wissen wir nicht. Aber wir werden sehen an den Zeichen. Wir werden sehen, die Plagen fallen, dann wissen wir, die Gnadenzeit ist vorbei. Und dann werden wir in der Zeit Jakobs Trouble sein. Und wir werden glauben, habe ich alles getan, was ich tun konnte? Habe ich meine Sünden bekannt? Stehe ich im rechten Verhältnis zu Jesus Christus? Das ist eine Zeit, die werden wir alle durchmachen. Also jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Und Gott hat das im Griff. Er weiß, wann diese Zeit ist, aber er gibt uns die Zeichen. Und wenn ich jetzt die Nachrichten beachte und ich sehe, wie sogar Staaten in den Vereinigten Staaten und weltweit verschiedene Staaten jetzt Sonntag als Ruhetag eingeführt haben, provisorisch augenblicklich, aber es eingeführt als Ruhetag, kein Geschäftstag auf sein. Und die Sechstagewoche wird vorgestellt, man soll die Sechstagewoche halten. Und diese Dinge passieren in der ganzen Welt jetzt gleichzeitig. Da muss man sich doch überlegen, dass das, worauf wir gewartet haben, jetzt schon über 170 Jahre, dass das jetzt in Erfüllung geht. Und da muss man doch wach werden, nur von den Zeichen der Zeit, von wegen den anderen Dingen. Ja, ich denke, ein Grund, warum Ellen White das gesagt hat, wenn sie das nicht gesagt hätte, oder andersrum gesagt, wenn Gott ihr das nicht gesagt hätte, dass sie das sagen soll, dann wären in den letzten 150 Jahren alle zwei Jahre neue Leute aufgetreten, dann gesagt, nächstes Jahr ist es soweit, übernächstes Jahr ist es soweit. Und dann hätte es ständig Enttäuschung gegeben, ständig falsche Propheten gegeben. Und Gott wollte uns davor bewahren. Und von daher ist eine Zeitfestlegung, Hard- und Soft-Time-Setting, ist immer problematisch. Ja? Weil das immer zu Enttäuschungen führen wird und immer problematisch sein wird. Aber ich denke, was wir sehen können, ist, dass wenn das die letzten Ereignisse losgehen, wenn das weltweite Sonntaggesetz da ist, dann kann man sagen, dann ist wie so ein Countdown, der losgeht. Denn wenn die letzten Ereignisse Schritt für Schritt kommen, und dann weiß man, jetzt ist nur noch wenige Wochen, wenige Monate, und dann kommt Jesus. Wie viel genau dazwischen liegt zwischen Sonntaggesetz und Wiederkunft, wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass es nur dann geschehen diese letzten Ereignisse, der laute Ruf, die Sichtung, der Spätregen, die Versiegelung, Ende der Gnadenzeit, die Angst in Jakob, die Plagen und all das geschieht dann Schlag auf Schlag. Und dann kann man sagen, jetzt sind wir in den letzten Tagen und jetzt läuft es ab. Aber bis zu dem weltweiten Sonntaggesetz, da weiß man nicht,
ich denke, es war schon ein paar Mal, dass die Menschen versucht haben, das schon vorzubereiten, schon herauszugeben. Aber Gott sagt, nein, er bestimmt den Zeitpunkt, wenn es losgeht. Ja? Deswegen ist alles, was man vorher sagt, vor dem Sonntaggesetz, mit Zeitfestlegung, ist immer problematisch, weil es kann sich immer verzögern, kann sich aber beschleunigen. Aber wenn das Sonntaggesetz kommt, dann gehen Schlag auf Schlag die letzten Ereignisse und dann kommt Jesus. Vielleicht kann ich mit euch beiden nochmal in, also wir haben ein paar Mails bekommen und es hieß, wie geht man mit diesem Text um? Was heißt der Text in Offenbarung 10, Vers 6? Wahrscheinlich kennt ihr den Text. Offenbarung 10, Vers 6. Wenn ihr ihn da habt. Also was ist gemeint, wenn es hier heißt, und er schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist, es wird keine Zeit mehr sein. Was ist damit gemeint? Das habe ich ja auch in dem zweiten Vortrag ziemlich versucht zu erklären. Es geht da um prophetische Zeit. Es gibt keine prophetische Zeit mehr. Wir können also nicht die Prophezeiungen des Alten Testaments, die mit Zeit zu tun haben, so wie Daniel zum Beispiel, in unsere Zeit verlegen. Wir können also nicht diese Tage nehmen und sie auf andere Dinge hinweisen. Keine prophetische Zeit mehr. Aber die Zeit hat ja nicht aufgehört. Die Zeit ging ja weiter. Aber jetzt keine prophetische Zeit, sondern einfach nur die Uhr, die weiterläuft. Und das schließt natürlich die kosmische Zeit auch in, denn die läuft ja ab nach 6000 Jahren. Also die Zeit läuft weiter, das hat nichts mit prophetischer Zeit zu tun. Wir können also nicht die Tage und die Prophezeiungen von Daniel nehmen, so wie einige es tun, und die jetzt in unsere Zeit übertragen und sagen, also so viele Tage, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Und das können wir nicht mehr machen. Aber wir können sehen, wann die Zeit weitergeht, wo wir stehen im Rahmen der Zeit, und wir können auch sehen, was die Zeichen der Zeit sind. Das hört nicht auf. Ja, ich denke auch, wir haben in der Prophetie, gerade in Daniel Offenbarung, eine ganze Reihe Zeitketten. Und wir haben die 1260 Jahre, wir haben die 2300 Jahre, wir haben die 70 Jahrwochen und die auch unterteilt wieder in 62 und 7 Wochen und eine Woche. Auf jeden Fall, und diese Zeitketten, die letzte davon endet 1844. Und in Offenbarung 10 geht es um 1844. Offenbarung 10 ist die Erfahrung von der Millerbewegung, von der Begeisterung, von der Enttäuschung, die dann kommt, dass Jesus nicht gekommen ist. Und dann ist die Botschaft nach 1844, es soll keine Zeit mehr sein. Das heißt, wie Walter gerade gesagt hat, die prophetischen Zeitketten enden hier. Und ab diesem Moment, 1844, könnte Jesus rein theoretisch jeden Moment wiederkommen. Ja, weil dann das Gericht begonnen hat im Himmel. Und wenn das Gericht fertig ist, ist die Gnadenzeit zu Ende, macht Jesus sich bereit und er kommt wieder. Und von daher ist keine Zeitkette mehr, wo man sagen müssen, da müssen wir darauf warten, dass sie sich erfüllt. Und von daher ist keine Zeit mehr. Das Video, nochmal auf das Video zu sprechen zu kommen. Jetzt, welche Botschaft wurde vermittelt, welche Botschaft sollte vermittelt werden? Und wozu soll dieses Video nicht missbraucht werden? Vielleicht können wir das mal sagen. Also was sollte vermittelt werden? Und wozu soll es auf keinen Fall missbraucht werden? Es soll vermittelt werden, die Zeit ist kurz. Bringt euer Leben in Ordnung. Ringt mit dem Herrn, damit wir in einem richtigen Verhältnis zu ihm stehen. Nummer eins, ernst machen über den Glauben. Es soll vermittelt werden, die Zeit ist kurz, verkündige die Drei-Engel-Botschaft, sonst geht eine Welt verloren ohne eine rettende Botschaft. Und es soll nicht missbraucht werden, um ein bestimmtes Datum darzustellen, wann die Welt endet, sondern es soll nur deutlich werden, dass die Zeit gering ist.
Ja. Ich würde dem noch hinzufügen, dass wir sagen, streicht ein Wort 2027 und wir haben eine Botschaft, die uns aufrüttelt. Wir haben eine Botschaft, die sagt, die 6000 Jahre sind irgendwann zu Ende. Kann man selbst gucken, wann die zu Ende sein könnten. Und es ist wichtig, dass wir die Bedingungen erfüllen, dass der Spätregen ausgegossen werden kann. Und die Bedingungen sind, dass wir aus dem Laodicea-Zustand aufwachen. Solange wir Laodicea sind, wird nichts geschehen. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Erweckung geschieht. Und dieses Video, denke ich, kann dazu dienen, dass Erweckung entstehen kann, dass Gott das benutzt, um Erweckung zu bringen. Weil ich denke, eine Naherwartung, eine echte Naherwartung, dass Jesus wirklich bald wiederkommt, führt dazu, dass ich sage, okay, ich glaube, dass die letzten Ereignisse auch vor der Tür stehen. Und ich möchte mich persönlich darauf vorbereiten und ich möchte auch darum beten und darum ringen, dass auch Gott durch mich und durch uns das Werk beenden kann. Natürlich die drei Engelsbotschaft verkündigen, den lauten Ruf verkündigen. Okay. Ich hab das Video auch so verstanden, als ich es gesehen habe. Aber es war halt sozusagen die Gefahr, dass es Menschen gibt, die sich vielleicht daran aufhängen und obwohl Walter das irgendwie 20 Mal gesagt hat, trotzdem sagen, 2027 ist ein ganz wichtiges Datum für uns. Wir müssen genau auf das Datum fixiert sein. Und das ist gut. Also das sagst du, das sagt Walter auch. Das glaube ich auch. Wir können das Datum nicht festmachen. Also bitte, bitte, wenn ihr dieses Video seht von Walter, ist ein gutes Video. Das ist eine gute und wichtige Botschaft. Wir sind am Ende der Zeit. Und Walter hat so oft gesagt, bitte nehmt nicht dieses Datum als Ende der Gnadenzeit an oder als Wiederkunft Jesu. Das kann alles sein, aber es kann eben auch nicht sein. Es kann davor sein, es kann danach sein. Wir wissen es nicht. Und so soll es auch nicht verstanden werden. Das vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Und dazu vielleicht der Tipp, auch unbedingt das zweite Video dazu ansehen, weil ich fand das unglaublich gut. Also sehr, sehr viele spannende Informationen über die Pioniere, über die Reformatoren. Also wer sich immer dieses Video anguckt, auf Englisch ist ja momentan raus, guckt auf jeden Fall das zweite dazu. Da sind super Erklärungen mit bei. Ich wollte ganz kurz noch mit euch drüber sprechen. Wie empfindet ihr so ein bisschen den Umgang mit der ganzen Sache? Also manchmal bringen wir Videos raus und jetzt, also du hast ganz viele Videos, der Walter hat ganz viele Videos, ich habe auch ein paar Videos. Die werden oft kommentiert. Was haltet ihr von den Kommentaren? Also was für eine Kommentarkultur pflegen wir innerhalb der Adventgemeinde? Und was in der Welt passiert, dafür können wir nichts. Aber was würdet ihr den Geschwistern mitgeben als Tipp? Wie ist es ein guter Umgang miteinander? Was ist unser Ziel? Eine Selbstverherrlichung oder eine Verkündigung? Eine ganz ernste Verkündigung. Und wir können so viel Zeit verschwenden, einander gegeneinander aufzuhetzen oder runterzumachen oder anzuhimmeln. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Die Botschaft ist zentral. Sie steht im Mittelpunkt. Und es geht um die Botschaft. Es ist nicht für mich, um einen Ronny oder einen Olaf ständig zu kritisieren, wenn er eine Botschaft bringt, dass die Zeit kurz ist und wir müssen eine rettende Botschaft an die Welt bringen. Außer wenn da was Unheimliches verkehrt ist, dann könnte man das brüderlich in der biblischen Form behandeln. Aber jetzt müssen wir zusammenrücken. Aber wie rückt man zusammen, wenn da so viele verschiedene Ideologien sind? Ich war schon immer der Meinung, dass die Adventgemeinde ein ganz besonderes Geschenk besitzt. Und das ist der Geist der Weissagung. Und wenn wir in Harmonie mit der Bibel und in Harmonie mit dem Geist der Weissagung arbeiten und wir sind alle auf dieser gleichen Schiene, dann können die Unterschiede, die uns trennen, nicht so groß sein, wie sie sind in einer Welt, wo ein großer Teil den Geist der Weissagung einfach ablehnt. Ich glaube, dass Gott dieses Geschenk dieser Gemeinschaft gegeben hat aus einem ganz
besonderen Zweck. Denn es gibt so viele Richtungen, so viele Ideologien in der Welt. Wie sollen wir wissen, welche in Harmonie absolut mit der Bibel ist? Und darum ist der Geist der Wahrsagung so wichtig. Die frühen Väter der Kirche, wenn wir es so nennen wollen, die Pioniere, die haben ja nicht nur gelauscht, was sagt der Geist der Weissagung. Sie haben studiert, die Bibel studiert und sie haben ihre Antworten aus der Bibel bekommen. Aber wenn sie nicht weiter wussten, dann hat Gott eine klare Linie dargestellt durch den Geist der Weissagung. Und ich glaube, dass wenn wir als Adventisten wieder dieses Geschenk Gottes ernst nehmen, dann hätten wir nicht diese Kämpfe unter den Brüdern. Das wäre mein Rat. Kommt wieder und studiert wieder, was sagt die Bibel, und liest den Geist der Weissagung, liest den großen Kampf und kommt wieder in dieses ideologische Denken für die Zeit, in der wir leben. Und dann hätten wir brüderliche Gemeinschaft. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich möchte noch ergänzen. Natürlich hat Gott durch Ellen White uns Botschaften gegeben, die uns einen klaren Blick geben, klare Ausrichtung geben. Interessant ist auch, dass wir zum Beispiel in unseren 28 Glaubenspunkten sehr viele theologische Formulierungen haben, aber wir haben keine Auslegung der Prophetie drin. Selbst Daniel 2 haben wir nirgendwo in unseren 28 Glaubenspunkten. Und das ist auch gut so. Warum? Weil Gott immer neues Licht geben kann. Die Prophetie ist extra auch verschlüsselt gegeben, damit Gott den Zeitpunkt bestimmen kann, wo wir Dinge wieder neu verstehen. Verschiedene Zeitaltern, verschiedene Zeitelementen. Und von daher denke ich, ist es auch so, dass wir in bestimmten Bereichen, wenn wir Prophetie studieren, Prophetie verkündigen, dass es auch sein kann, dass der eine oder andere hier an der und der an der Stelle verschiedene Auslegungen haben. Und das müssen wir auch aushalten können. Nicht jeder hat den gleichen Erkenntnisstand und nicht jeder hat auch die gleichen Hintergründe. Jeder studiert und jeder wird vom Heiligen Geist geführt. Deswegen ist es wichtig, dass wir erstens um den Heiligen Geist beten, denn nur der Heilige Geist kann uns zur Einigkeit führen. Ohne Heiligen Geist geht das nicht. Zweitens, dass wir auch zusammenkommen und zusammen studieren. Wir haben schon mal so eine Gruppe gehabt, wo wir so 6, 7, 8 verschiedene Prophetieausleger waren, wo wir gedacht haben, wir werden eine Woche lang mal nur studieren, verschiedene, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 und so weiter, ja, verschiedene Kapitel der Prophetie, um uns hier, was jeder weiß, zusammenzutragen und dann durch Gebet und durch den Heiligen Geist auch neues Licht zu bekommen oder auch, wenn neues Licht da ist, das zu bewerten. Der eine sagt 4, aber der andere hier noch ein Argument und gemeinsam kann man dann darüber reden. Das heißt, wir brauchen einen Grundkonsens in den Grundwerten, in den grundlegenden biblischen, theologischen Fragen. Aber wir brauchen auch eine Offenheit in dem Moment, wo es um prophetische Auslegungen geht, wo wir hier und da noch Feinheiten haben, wo neue Kenntnisse da sein können, die natürlich auf den alten aufbauen, aber dann Schritt für Schritt weiterführen können. Und so ein Geist der gemeinsamen Studiums, wo der Heilige Geist uns weiterführt und uns auch neue Dinge zeigen kann, das wünsche ich mir und dass wir da vorwärts kommen. Da schließe ich mich auch an. Also ich glaube, genau das macht uns auch aus als Gemeinde. Also ich weiß, also wir predigen ja alle. Wir alle drei predigen. Und ich weiß, wir sind auch nicht in allen prophetischen Auslegungen genau gleich. Wir sind halt Brüder. Wir studieren gemeinsam und so kommen wir voran. Und ich glaube, es ist gut, dass wir das auch in der Bibel lesen, bei den Christen von Berea. Sie waren so edelgesinnt, denn sie prüften in der Schriften. Da hieß es nicht, sie hatten aufeinander rum und sie sagten, ich gehöre zu Apollos und ich zu Paulus. Sondern sie studierten einfach die Schriften. Und es wäre so gut, wenn wir dieses Klima auch haben, wenn wir das auch machen könnten. Und unsere Zeit ist um. Also möchte ich euch beiden danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir über dieses Thema sprechen konnten. Dem Walter möchte ich danken, speziell auch für die beiden langen und guten Predigten, die du gehalten hast. Dafür, dass du dich auch bereit erklärt hast, mit uns noch darüber zu sprechen. Olaf, dass du dir die Zeit genommen hast, dich auch damit auseinanderzusetzen, auch kritisch damit auseinanderzusetzen, uns zu helfen, diese Dinge einzuordnen und zu verstehen. Vielen, vielen Dank an alle Zuschauer, an die Vereinigung, an die Vorsteher, an die Pastoren und an euch beide. Vielen Dank, dass wir zusammen in einer Gemeinde sind und dass wir gemeinsam das Werk Gottes aufbauen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Gottes Segen euch und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen bei Eisberg voraus.